Ich darf kurz vorstellen, Daniel Grossmann ist Dirigent und hat sich mit diesen Werken für Tasteninstrumente von Yannis Xenakis auf eine andere Art und Weise angenähert. Er hat eine CD herausgebracht, die die Realisierung mit einem Softwareinstrument, also nicht MIDI-Programming, da haben wir lange drüber diskutiert, wie man das nennt, herausgebracht hat. 2008 war das. Und dazu dann noch mehr dazu gleich. Tom Sora, Komponist, Musiktheoretiker, Analytiker, Musikphilosoph, Ästhet, vieles. Und du hast Yannis Xenakis persönlich kennengelernt, auch ein Hauptwerk von Yannis Xenakis analysiert. Metastases, ja, eigentlich das bekannteste Orchesterwerk, mit dem Xenakis in den 50er Jahren seinen Durchbruch erlebt hat. Und Andreas Kuras, Interpret dieser vielleicht unspielbaren oder doch verspielt spielbaren Werke. Daniel, wir haben uns ja darüber Gedanken gemacht, wie können wir dieses verspielt unspielbar aufgreifen. Du hast diese CD herausgebracht 2008 und das Stück Eviali sozusagen in einer anderen Form, nämlich am Rechner, realisiert. Wie bist du da herangegangen und was war deine Motivation, das zu machen? Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, es am Klavier zu spielen. Also kurz zur Motivation. Ich interessiere mich sehr für Technik und für Computer. Und mich hat es als Dirigent fasziniert, vom Computer etwas abspielen zu lassen, was eigentlich für Instrumente gedacht ist. Und das dann praktisch so interpretieren zu können, dass ich wirklich in jedes kleinstes Detail eingreifen kann. Ich habe Xenakis gewählt, weil ich sehr schnell draufgekommen bin, dass das nur Sinn macht in einer Musik, die von menschlichen Interpreten nicht perfekt oder nicht so, wie es in den Noten steht, realisierbar ist, weil sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Also ich denke, dass dieser Gedanke macht nur Sinn bei einer Musik, die wirklich in einer gewissen Art und Weise nur von einer Maschine abspielbar ist. Und dann kurz zur Technik, wie ich das umgesetzt habe, weil das auch zu vielen Missverständnissen führt. Ich habe praktisch die Noten zuerst in ein Notenschreibprogramm eingetippt, also dass ich wirklich einfach nur die Partitur oder die Klavierstimme abgetippt habe. Dann habe ich das als MIDI ausgegeben. So kam es zu diesem MIDI-Programming. Dann habe ich das in ein sogenanntes Sequencer-Programm eingeladen, wo man also die MIDI-Informationen bearbeiten kann, wie Lautstärke, Länge der Note, und habe dann wirklich jede einzelne Note bearbeitet in der Länge und Lautstärke und das Ganze mit einem sogenannten Software-Instrument abspielen lassen. Also ein Software-Instrument, jetzt am Beispiel vom Klavier, da wird wirklich jede Note in unterschiedlichen Lautstärken gesampelt, also aufgenommen. In diesem Fall habe ich ein Sample benutzt, das in 16 Lautstärken jede Note aufgenommen hatte und auch wirklich in voller Länge. Also man hat immer den Tastenanschlag, aber auch das Abklingen. Also es gibt einfachere und kompliziertere Softwareinstrumente. Mittlerweile gibt es natürlich schon wieder sehr viel bessere, was sehr ärgerlich ist, aber damals war es das beste Softwareinstrument. Und so habe ich das dann eben bearbeitet über Monate, wirklich jede einzelne Note angefasst, versucht, ein bisschen Imperfektion einzubauen, damit es nicht gar so maschinell klingt, was aber nur bedingt möglich ist, auszugleichen, die Lautstärken, und so ist das Stück dann praktisch entstanden. Was meinst du mit, dass es nicht so ganz maschinell klingt? Kannst du das nochmal näher erläutern? Wenn man es praktisch wirklich so eingetippt hat und das zum ersten Mal abspielen lässt, dann kriegt man einen absoluten Schock. Es klingt furchtbar, weil jede Note eine ganz genaue Länge hat und es klingt wirklich wie ein Maschinengewehr. Also es klingt wirklich so und das habe ich versucht eben ein bisschen durch
ja, durch Verschmieren praktisch der Strukturen, woran, wir haben vorhin drüber mit Andreas gesprochen, während der Pianist versucht, irgendwie sich einer Perfektion anzunähern, musste ich genau den umgekehrten Weg gehen und das Ganze menschlicher klingen lassen, was aber nicht bedeutet, dass ich wirklich Fehler eingebaut hätte, sondern nur einfach ein bisschen Verschiebungen, damit man irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht gar so genau und maschinell ist. Das ist Perfektion. Andreas, kanntest du diese Aufnahme? Natürlich, ja. Hast du sie, benutzt du sie zum Arbeiten oder was ist? Also ich finde die ehrlich gesagt äußerst wertvoll, weil man wirklich mal das Geschriebene zu Gehör bekommt, wohl wissend, dass der Xenakis trotzdem davon ausgegangen ist, dass man das einfach nicht spielen kann in dieser Form. Aber unabhängig davon kommt natürlich die gesamte Struktur, wie sie Xenakis dann notiert hat, weil das ist ja ein Teil des Problems, dass durch diese Strukturgenauigkeit eben solche unspielbare Strecken auftauchen. Vielleicht für Menschen, die jetzt die Noten nicht sehen, was ist denn so unspielbar? Also es sind also erstmal viele Noten. Ja, es sind sehr viele Noten. Natürlich, es sind ein wahnsinnig schneller Wechsel von sehr vielen unterschiedlichen Noten, aber zum Teil sind es auch sehr weite Griffe, die man einfach nicht greifen kann. Also auch wenn man titanische Hände hat, so große Menschen gibt es gar nicht. Aber Xenakis möchte eine Linie so und eine Linie so und eine Linie so und eine vierte quer oder eine fünfte quer und so weiter und dann resümiert sich das alles zu etwas, was dann nicht mehr machbar ist. Also für dich ganz wertvoll als Arbeitsmaterial. Ja. Wie waren denn die Reaktionen, Tom Zora, du hast es begleitet, diese ganze Produktion mit deinem musiktheoretischen Hintergrund, hast auch den Booklet-Text geschrieben und einige Reaktionen eben, als das, die CD veröffentlicht wurde, auch bekommen, eingefangen. Ja, ja. Es gaben, im Grund gaben es zwei Typen von Reaktionen. Manche waren sehr positiv und waren sehr ähnlich mit dem, was der Andreas jetzt gesagt hat. Das heißt, sie haben gesagt, endlich hören wir, wie diese Strukturen wirklich klingen können oder sollten oder wie sie wirklich umgesetzt werden im Klang. Das, was auf dem Papier ist, das war eine Kategorie von Reaktionen, die waren auch schriftlich im Internet. Und die andere Kategorie, das waren eine teilweise Ablehnung mit dem Argument, dass die Emotionalität der Stücke verloren geht. Vielleicht ist es ein bisschen wahr, aber mit Argumenten, die ich überhaupt nicht mehr akzeptieren kann. Das war nämlich, dass man den Pianisten schwitzen sehen muss und kämpfen muss mit Noten, die er nicht spielen kann, damit man versteht, was das für eine tolle Musik ist. Solche Argumente habe ich oft gehört, also ein paar Mal. Ich meine, ja, das waren so die zwei Kategorien. Und bei dir, Daniel? Ähnliche Reaktion und ich möchte betonen, damit nicht mal die Idee aufkommt, selbstverständlich glaube ich nicht, dass ich, und das war auch überhaupt nicht meine Intention, eine absolute Interpretation dieser Werke zu schaffen. Und mir war von Anfang an die Problematik klar, und das hat man, glaube ich, jetzt auch ganz gut gehört, dass selbstverständlich eine gewisse Emotionalität fehlt und auch eine gewisse Musikalität fehlt. Das kann man nicht erzeugen, weil einfach ein Mensch unglaublich viele unterschiedliche Klangfarben aus seinem Instrument rausbekommt, die man als Sample gar nicht zur Verfügung hat. Aber ich glaube, was man eben auch ganz gut gehört hat, und das war wirklich das Ziel des Ganzen, eben mal darzustellen, was steht wirklich auf dem Papier. Und man hat ja in den zwei Interpretationen gehört, obwohl Andreas das erstaunlicherweise schon sehr, sehr gut hinbekommen hat. Also ich meine, das ist wirklich, wenn man die Noten sieht, kaum zu glauben, dass das machbar ist. Hat man trotzdem gehört, dass eben das, was auf dem Papier steht, noch eine Steigerung eben in Geschwindigkeit, in Struktur ist, die einfach ein menschliches Gehirn nicht umsetzen kann. Also weder vom Spiel her, noch von dem, was da eben auf dem Papier steht. Wie hast du das gelöst? Es ist unspielbar vom Hirn, von den Fingern, ja. Aber du hast es gespielt. Ja, im Prinzip ist es eine ähnliche Herangehensweise, wie Alexander der Große den gordischen Knoten gelöst hat.
er hat gar nicht versucht, den auseinanderzunehmen, sondern hat ihn einfach durchschnitten. Ich glaube, man muss an diese Musik mit einer völlig anderen Herangehensweise sich annähern. Wenn man versucht, jetzt einfach da eine Stimme herauszuüben und da den Fingersatz zu schreiben und so weiter, man wird einfach nie fertig. Man kann das Zeug ja sowieso nicht spielen. Also auch wenn man sich jetzt streng entscheidet, man spielt von den vier bis sechs Linien, die manchmal dastehen, nur die zwei, das bringt es letztendlich auch nicht. Dann macht man das Stück kaputt. Man muss, denke ich, versuchen herauszufinden, was der Grundgedanke hinter dem Stück ist und sich dann diesem Grundgedanken nähern und nicht das sozusagen vom Technischen her, vom Fingerspielerischen. Grundgedanke, sich annähern, ist ja sehr, steht ja in einem Widerspruch zu dem, was eigentlich Szanakis wollte, also sehr genau, sehr strukturell denken und eigentlich gar nicht so sehr in dieses, in diesen mystischen, diffusen Bereich der, sag ich mal, der Wirkung, der Emotionalität. Ja, ich glaube, das ist ein Mythos, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das Szanakis Musik hoch emotionell ist. Also ich kann ehrlich gesagt auch keine Musik, was ich als Musik verstehe, vorstellen, die nicht emotionell ist, in irgendeiner Form und Weise. Und all diese Inspirationsquellen für Xenakis, die griechische Antike, die Mythologie, was weiß ich, das Theater und so weiter, das sind hochemotionelle Angelegenheiten. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Schnulze sein, weil Emotionalität wird ja meistens irgendwie in einem negativen Kontext verstanden, das weiß ich überhaupt nicht. Aber man tut dem Xenakis Unrecht, wenn man denkt, ja, der war ja bei Le Corbusier und der war Physiker oder Mathematiker und so weiter und der hat dann nur in irgendwelchen Formeln und Strukturen gedacht und das hat er dann zu Papier gebracht. Da ist viel mehr drin. Ich gebe Andreas recht, dass es eine absolut emotionale Musik ist und trotzdem glaube ich, und da sehe ich wirklich die Problematik in der Musik von Xenakis, dass wenn man einem Komponisten gerecht werden möchte, dann muss man ja diese Ausgangsstruktur, die ja wirklich Basis des ganzen Stückes ist, sehr, sehr genau nehmen. Und da, finde ich, stellt Xenakis den Interpreten vor eine praktisch unlösbare Aufgabe, weil eben einerseits soll es emotional sein, das geht mit einer Maschine sehr schwer, und andererseits möchte man ja aber eben diese Strukturen, die man schlichtweg nicht darstellen kann. Also wie gesagt, selbst wenn man davor sitzt und nicht in Echtzeit versucht, das zu analysieren, kann man das kaum als auseinander glauben. Wie soll man das in dieser unglaublichen Geschwindigkeit darstellen mit 10 Fingern, die nicht mal reichen? Also da sehe ich schon wirklich eine Problematik in der Musik von Xenakis. Du hast ihn kennengelernt, er ist jetzt natürlich nicht hier. So eine Realisierung, würde Xenakis sagen, ja? Das kann ich freilich nicht sagen, aber wenn ich so wirklich spekuliere, würde ich sagen, ja, weil er hat ja sehr viele elektronische Stücke gemacht, verschiedenster Art oder Elektronik eingesetzt in seiner Musik. Das heißt, er war sehr befreundet mit der Idee, er hat mit dem Computer auch solche Äste entworfen und so weiter. Ich würde sagen, er hätte gesagt, toll, was ihr gemacht habt oder so. Aber vielleicht stimmt es nicht. Also ist, kann man nicht trifft, ist die Kernfrage, trifft es den Willen des Komponisten, den Willen von Xenakis? Das kann ich nicht so antworten, aber ich würde ein bisschen dasselbe sagen wie Daniel, dass man ihm einen großen, also nicht ihm, Xenakis, sondern den Stücken, einen großen Dienst erweist, dadurch, dass man ohne den Anspruch zu haben, eine echte, wie soll man sagen, eine Live-Interpretation zu bieten, dass man Strukturen wirklich fürs Ohr einmal darstellt und dann kommen Interpreten wie zum Beispiel Andreas und sagen, das ist hilfreich, auch wenn er jetzt nicht, er hat selbstverständlich, vermute ich, nichts kopiert, aber er hat mal gehört, wie das klingt und das gibt schon mal eine große Hilfe. Das ist es. Und unser Anspruch war sicher und ganz explizit, nicht eine, wie der Daniel gesagt hat, nicht eine definitive oder absolute Interpretation zu geben, sondern nur einen Hinweis auf die Strukturen, die auf dem Papier sind, für die Ohren. Das ist alles. Ich möchte zu Ihrer Frage noch etwas Ähnliches sagen. Es gibt zum Beispiel Stücke,
also die für Klavier von Xenakis, wo ganz einfach mehrere Schichten überlagert sind, aber nicht ganz einfach nur mehrere Schichten, sondern die sind fundamental unterschiedlich. Ich gebe ein Beispiel, das Krasseste. Eine Schicht ist aus vielen, vielen Tönen, aber mit Pedal. Und jetzt ist eine andere Schicht gleichzeitig aus vielen oder weniger Tönen Staccato. Jetzt müsste man zwei Klaviere haben, die total synchronisiert sind, um sowas zu erreichen, weil die sind vermischt. Also es sind alle Töne mit Pedal und auch in derselben Tonhöhe Staccato. Das heißt, es wäre unglaublich kompliziert. Dann müsste man ein Orchester von mechanischen Klavieren haben, dann wäre es perfekt. Aber das ist dann zu kompliziert. Und die letzte Sache noch, ich möchte unterstreichen, was der Daniel gerade gesagt hat. Das Ziel war nicht, einen fantastischen Klavierklang zu erzeugen mit verschiedenen subtilen Resonanzen, sondern nur für das Ohr diese komplexen Verflechtungen hörbar zu machen. Das war das Ziel. Ich möchte übrigens auch noch kurz darauf eingehen, was Andreas vorher gesagt hat mit der Umspielbarkeit der von anderen Klavierstücken, weil das auch ganz interessant ist, dass ich danach mir überlegt hatte, ich würde gerne noch eine CD machen, dass das nicht so sehr auf Xenakis konzentriert ist. Und ich habe mir dann Stockhausen die Klavierstücke angeschaut, ich habe mir die Pierre Boulez Klaviersonaten angeschaut und ich habe nach langer Überlegung und auch Betrachtung der Stücke bin ich zum Ergebnis gekommen, dass das keinen Sinn machen würde, weil das sind Stücke, die erstens nicht wirklich unspielbar sind. Es gibt von Stockhausen einzelne Klavierstücke, die vielleicht nicht ganz spielbar sind, aber nicht so unspielbar wie Xenakis. Und zum anderen aber auch, die sind nicht so strukturell gedacht oder anders strukturell gedacht, nicht in einer Art und Weise, wo ich das Bedürfnis verspüre, das mit Computer umzusetzen. Und das war wirklich der Kerngedanke bei diesem ganzen Xenakis-Projekt. Ich möchte Ihnen noch möchte zu einem Punkt nur was sagen. Sie haben gesagt, einerseits ein Mensch und ein Klavier, andererseits eine Maschine ohne Mensch, aber das stimmt nicht ganz, denn eigentlich war hinter der Maschine 6 Monate lang ein Mensch, der gearbeitet hat und seine Gedanken eingespeichert hat in diese Version. Also das ist keine maschinelle Version, sondern das ist eine musikalische Interpretation, die wie ein Tagebuch geführt wurde über 6 Monate. Nur das wollte ich sagen. Ich glaube, die Frage, warum schreibt er so oder warum schreibt er so, ich glaube, die Frage ist falsch. Ich glaube, er hat es nicht deshalb geschrieben, er hat nicht an die Interpreten gedacht. Ich glaube, er hat sich für etwas interessiert. Das ist übrigens, also Evriali ist ja noch ein vergleichsweise harmloses Stück in Anführungsstrichen, damit ich keinesfalls die Leistung von Andreas einschränken. Aber wenn man sich zum Beispiel Hermer anschaut, das auf die Mengen, also Mengenlehre klingt jetzt so einfach, auf eine extrem komplizierte Mengenlehre basiert, das ist noch weniger durchdringbar und noch wesentlich komplizierter. Warum schreibt man sowas? Warum? Man schreibt doch sowas nicht, weil man an einen Interpreten denkt und sich denkt, oh, jetzt schreibe ich ihm mal ein sauschweres Stück. Sondern ich glaube, man schreibt es aus einem Interesse, aus einem künstlerischen Interesse, aus vielleicht auch einem wissenschaftlichen Interesse heraus und schreibt es für sich selber. Und dann gibt man das dem Interpreten und weiß, er kann es nicht spielen. Von etwas reproduziert werden können. Und jetzt möchte ich vielleicht ein bisschen spät ein bisschen auf Ihre Frage eingehen. Also nicht auf die Frage, aber auf was Sie gesagt haben. Sie haben vorhin gesagt, Algorithmen und so ist seine Musik entstanden. Also praktisch der Computer hat bestimmte Algorithmen gegeben und der Xenakis hat sie dann aufgeschrieben. Aber in vielen seiner Stücke ist meiner Meinung nach eine grafische Improvisation, die er ganz einfach so intuitiv, weil zum Beispiel diese Kompositionen, die so wie Bäume oder Alben ausschauen, die sich verknüpfen und wieder auseinandergehen, verbündeln und so weiter. Das ist rein intuitiv, was er gemacht hat. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Meiner Meinung nach ist es eine Zeichnung, wo er wahrscheinlich Vorstellungen hatte von Abläufen, von Verdichtungen. Das ist alles. Und so erklärt sich diese Superkomplexität und die ist trotzdem
von innen heraus kommt sie, weil das ist gespürt irgendwie. Ob es jetzt 20 Linien durchgehen oder, das wollte ich nur noch sagen. Was ich dann nur sehr interessant finde oder sehr, sehr hinterfragenswert finde, ist, hast du gesagt, dass er hat eine grafische Vision gehabt oder also etwas, was man anschauen kann. Und ich schaue jetzt gerade ganz einfach auf diese Steine hier, sehe auch eine Struktur. Ich hoffe, es ist, denke mal, es ist Marmor oder sowas. Das ist ja doch jetzt, wenn ich was anschaue, habe ich den Überblick. Ich habe keine Zeit. Also etwas zu betrachten ist erstmal zeitlos. Wie taucht also Musik, ja. Verlauf in der Zeit, ja. Kunst in der Zeit auch nur erlebbar? Wie geht Xenakis mit der Zeit um? Das kann ich so nicht beantworten wie er, aber ich sage, das sind zwei Betrachtungen, die grundsätzlich unterschiedlich sind. Nämlich, was du vorhin gesagt hast, du hast Steine gesehen, die eine Ordnung haben. Du hast sie gesehen, analysiert und verstanden. Ja, ich sage mal, ein Stein, ich verstehe das nicht. Also ein Muster, das ist so kurios, das ist chaotisch. Aber ich glaube, wenn man so von grafischen Vorstellungen ausgeht, und also sich dabei Musik ausdenkt, ist es ja eine ganz andere Situation, eine andere mentale Situation. Es ist kein Analysieren, sondern es ist ein Fantasieren, wo gleichzeitig freilich auf eine ganz moderne Art vor den Augen die Zeitachse vorbeigeht. Das glaube ich bei allen Komponisten heutzutage, wo wir immer von links nach rechts alles sehen, auch bei Xenakis. Ich glaube eben, diese Übertragung ist im Moment, wo er sich diese Strukturen gedacht hat, die waren schon in der Zeit. Das heißt, er hat wahrscheinlich, nehme ich an, wahrscheinlich, diese horizontalen Abläufe für sich im Kopf in der Zeit übersetzt und die vertikalen Abläufe hat er auch gehört. Also er hat gehört, was oben ist, was unten ist, was sich durchdringt. Dann hat er geschrieben, so nehme ich das an. Würde ich sagen. Was mich auch interessieren würde, ist es denn für euch eine Musik, eine Art des Komponierens, die sehr zeitgebunden ist, also in die Zeit von Xenakis? Würde es, oder ich frage noch andersherum, heute können Maschinen noch mehr, Rechner können mehr leisten als damals. Welche Möglichkeiten gibt es? Warum wird heute nicht mehr so komplex komponiert? Ist da ein etwas erreicht worden, was sich totgelaufen hat? Ist Xenakis in eine Sackgasse? Steht er da 2013, 2012? Ich bin nur 13, ich weiß auch nicht, was los ist. Also 2012. Man könnte ja eigentlich noch viel komplexer komponieren. Aber es ist, wird eigentlich nicht so gehandhabt. Ich glaube, das ist eine Frage, auf die man eigentlich nicht antworten kann, mit einer positiven Antwort, ja oder nein. Ich glaube, diese Frage beantwortet sich mit Personen. Xenakis hat das so gemacht. Es gab keine anderen, die es so gemacht haben. Vielleicht kommt jemand, aber er wird sicher nicht wie Xenakis komponieren, weil das wäre uninteressant, der noch fünfmal komplexer komponiert. Und übrigens, es gibt sehr komplexe Musik heutzutage, aber nicht auf dieser Ebene der Linienverflechtung. Ich glaube, die Antwort ist, man weiß nicht, aber es kann sicher kommen. Also ich glaube, er hat keine Schule gemacht mit seiner Kompositionsweise. Genauso, dass ich es auch genau so denke, es gibt Strukturen, die einfach so komplex werden, wo ich mich frage, wollte es Xenakis wirklich, dass man diese Struktur so hört, oder wollte er ein Ergebnis, wie gesagt, ein grobes Ergebnis, weil er eher Schichten überlagern wollte und Dichte erzeugen wollte, oder ging es ihm wirklich darum, dass man wie in einer Bachfuge im Endeffekt jede Verästelung genau verfolgen kann? Kann ich auch nicht beantworten. Ich glaube, er ist damit selber auch relativ verspielt umgegangen. Ich denke, das ist meine Interpretation, dass er diese Strukturen kreiert hat, komponiert hat, aber nicht in dem Sinne, wie vielleicht andere Komponisten arbeiten, was bleibt hörbar, wie ist es hörbar, wie wirkt es? Also er hat sich ja der Seelenwirkung wirklich, dagegen hat er sich verwehrt. Also er sprach, wenn ich ein Renaissance-Bild anschaue, interessieren mich die Strukturen, nicht die Geschichte, die dahinter steht. Also eine Abbildung von Maria oder
dem gekreuzigten Jesus, dass er also sagt, das interessiert mich nicht die Geschichte, sondern die Strukturen, die Farben, die Anordnung, die Geometrie oder sowas. Und ich glaube, er hat sich da sehr, sehr verspielt, um nochmal auf das Thema zu kommen, sehr verspielt mit diesen Strukturen beschäftigt, was dann als Resultat hörbar ist. Mein Gefühl, meine Interpretation, das war ihm eigentlich nicht so wichtig. Ich bin in diesem Punkt nicht deiner Meinung, nämlich und auch nicht deiner Meinung. Ich glaube, bei Xenakis und den Komponisten auch seiner Generation, aber auch danach, manche, kann man nicht Struktur mit Struktur gleichsetzen und gleich beurteilen. Man kann nicht Bach, eine Bachfuge, auch wenn sie sechsstimmig ist, kann man nicht mit einem so einem Gewebe vergleichen. Warum? Weil das Grundsätzliche ist anderes. In der Zeit der 60er Jahre oder sowas, 50er, 60er, 70er, hat man sogenannte Massenstrukturen gemacht und das hat ein Komponist, der klassisch komponiert hat wie Bach oder auch Mahler oder so, mit Stimmen, also praktisch für ein Orchester, für ein Quartett, das waren ganz andere Sachen. Und jetzt zu dieser Komplexität. Wenn man jetzt 1000 Töne nimmt und auf einmal spielt, so wie wenn ich einen Sack Kartoffeln rausschmeiße, oder wenn ich sie verwebe, dieselben 1000 Töne, das klingt anders. Und diese Massenstrukturen sind nicht deswegen da, dass man die 1000 Stimmen hört, aber die Farbe ist anders, wenn man jetzt 1000 Töne ganz einfach in den Raum wirft. Das heißt, diese ganzen 1000 Verästelungen, die man einzeln nicht hören kann, soll man auch nicht einzeln hören. Es entsteht eine Farbe. Und das ist dann schon, dann muss man ihn wirklich nicht respektieren als Künstler auch und nicht ernst nehmen, wenn man sagt, ah, es sind jetzt 20 Stimmen, aber eigentlich könnten es auch 10 sein. Das glaube ich nicht, weil diese 20 sind wichtig. Und wenn man ihn ernst nimmt, dann hat er wirklich 20 gemeint und nicht 18 oder sowas. Das möchte ich nur sagen.